E-Autos gelten im Allgemeinen als umweltfreundlich. Keine Abgase, keine Stickoxide, so gut wie kein CO2. Eine Arte-Doku zeigt nun aber die dunkle Seite dieser Klimaretter. Vor allen Dingen deren verheerende Produktionsbedingungen. Arte ist doch für viele der Inbegriff des investigativen Journalismus. Arte, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender mit Sitz im französischen Straßburg. Aus der Kooperation der beiden Mitglieder Arte Deutschland und Arte France wird Arte heute als europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung organisiert. Und dieser Dokumentarfilm dürfte gerade für viele sehr interessant sein, die jetzt ernst machen wollen und ihre alte Drecksschleuderkarre gegen ein schickes neues E-Auto eintauschen wollen. Denn sind die Saubermacher auf vier Rädern wirklich so, wie man uns immer erzählt? Diese Arte-Doku will nun vor allen Dingen die dunklen Produktionsbedingungen aufdecken. Die Frage, die sich stellt, ist, wie dunkel sind die denn? Und hier muss gesagt werden, ehrlich gesagt werden, jede Rohstoffgewinnung ist eine dreckige Sache auf dieser Welt. Dabei ist es egal, ob wir Erdöl an die Erdoberfläche pumpen oder Lithium aus dem Boden holen für Elektroautobatterien. Beides ist nicht umweltfreundlich in Anführungszeichen. Genau darauf macht diese Doku aufmerksam und diese Kritik, die ist, wenn man so will, so alt wie das Elektroauto selbst. Und das ist das Perfide daran, sie kommt vor allen Dingen nicht von Umweltschützern, sondern sie kommt vor allen Dingen von Vertretern der alten Technologien, der alten Welt. Das heißt also den Vertretern der Verbrennungsmotoren und Ölraffinerien, den Ölkonzernen und den daran angeschlossenen Dienstleistern. Und hier ist das zentrale Problem, wo setzt die Kritik an und wozu führt sie? Elektroautos verbrauchen natürlich kein Benzin und kein Diesel, aber auch sie benötigen Rohstoffe. Die Kritiker verrechnen das ja immer ganz gerne miteinander in Äquivalenten und so. Und da stellt sich dann immer die Frage, kann man das denn überhaupt miteinander vergleichen? Und da sei gesagt, ja, das kann man miteinander vergleichen und das sollte man auch machen oder das macht man auch, um eben herauszufinden, wie gut ist ein Produkt oder eine neue Technologie, bevor man diese einführt. Und diese Lifecycle-Analysen, also über den gesamten Lebenszeitraum, zeigen in aller Regel einen deutlichen Vorteil von Elektrofahrzeugen bereits ab 30.000 bis 50.000 Kilometern. Da hat es Entwicklungen gegeben und die hat diese Arte-Doku leider nicht so ganz mit drin, da sie nun mal schon von 2018 ist und sich auf Studien und Zahlen aus 2008 bezieht, was natürlich deutlich zu spät ist, da im Bereich der Elektromobilität die Informationen und die Zahlen so schnell sich ändern, da hier die Entwicklung so schnell voranschreitet, dass selbst Studien, die nur ein Jahr alt sind, schon wieder überarbeitet werden müssen, weil deren Zahlen veraltet sind. Und so kann man sich als Beispiel daran messen, dass noch vor einigen Jahren 200 Kilo CO2 pro produzierter Kilowattstunde Akku als normal galten und wir heute schon bei 60 bis 80 Kilogramm CO2 pro produzierter Kilowattstunde Fahrzeugbatterie stehen. Das heißt, auf der einen Seite werden auf der gesamten Welt die erneuerbaren Energien immer weiter ausgebaut, mit denen dann unter anderem auch diese Akkus produziert werden. Und gleichzeitig die erneuerbaren Energien natürlich, die dann die Fahrzeugakkus speisen, um fahren zu können, während gleichzeitig in der Verbrennerindustrie sich eigentlich gar nicht mehr so viel tut oder auch nicht tun kann. Denn das Öl muss halt aus dem Boden geholt werden, es wird raffiniert, es wird in die Fahrzeuge betankt und es wird dann in den Fahrzeugen verbrannt. Der einzige Hebel, den man dort noch hat, ist halt eben in der Abgasnachbehandlung das etwas sauberer zu machen. Und hier darf man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass das dann weg wäre, sondern in der Abgasnachbehandlung passiert ja nur eins, die Schadstoffe werden aufgehalten und
sie werden mittels Harnstoff gebunden, um sie dann halt eben irgendwo auszusondern, oder sie werden halt eben mit extrem hoher Temperatur nochmal zusätzlich verbrannt, aber auch dort entstehen mikroskopisch kleine weitere Schadstoffe. Das heißt also, nichts verschwindet aus der Umwelt, es wird höchstens umgewandelt. Gerade bei den Elektroautobatterien hat es natürlich große Fortschritte gegeben, wo man insgesamt sagen könnte, dass diese gemessen an den Kilometern oder an der Baugröße immer weniger kritische Rohstoffe enthalten, so zum Beispiel Kobalt. Es sind der Kobaltanteil immer weiter reduziert worden und es sind nun inzwischen sogar kobaltfreie Batterien auf dem Markt. Darüber hinaus wurde der Lithiumanteil gemessen an den fahrbaren Kilometern, an der Fahrzeuggröße immer weiter reduziert. Das liegt darin, dass die Energiedichte der Elektroauto-Akkus natürlich immer größer wurde und somit verhältnismäßig für eine gleiche Kilometeranzahl immer weniger Lithium verwendet werden musste. Das verändert natürlich diese Ökobilanz, die sind nämlich nicht statisch, sondern die sind immer dynamisch und da hat es in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben, die das Elektroauto deutlich bevorteilt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, und es klingt ein wenig so durch in der Arte-Doku, dass man grundsätzlich die gesamte Lebensweise ändern müsse und er gar kein Auto fahren solle. Das muss letztendlich eine Gesellschaft mit sich selbst ausmachen, wie sie mobil sein will. Es ist natürlich unumstritten, dass es wenig Sinn ergibt, alle Verbrennungsfahrzeuge einfach nur durch Elektrofahrzeuge auszutauschen. Hier gab es ein schönes Sprichwort im SWR. Hier wird der Sack geschlagen und der Esel gemeint. Was bedeutet das? Elektromobilität wird verteufelt und sie wird in diesen Film richtig schlecht gemacht mit einem hohen moralischen Anspruch und gemeint ist eigentlich was ganz anderes. Unser westlicher Lebensstil, unsere Art und Weise, wie wir mit Rohstoffen und Ressourcen umgehen, der nicht nachhaltig ist und das ist völlig unstrittig. Und das könnte man auch an vielen Beispielen festmachen. Hier ist sozusagen pass pro toto das E-Auto rausgepickt worden. Es wird erst moralisch überhüllt zu einer religiösen Stilfigur hochgehalten, wird quasi aufgebaut in diesem Film mit großem Tamtam, um es anschließend fachmännisch abzuschießen und demontieren zu können. Und das ist die Strategie in diesem Film. Und die Filmemacher, die bedienen sich Stilmitteln, die in der Dokumentarbranche durchaus fragwürdig sind. Und an einem Beispiel wird deutlich, wie fragwürdig das ist. Da kooperieren sie zum Beispiel im deutschen Teil dieser Doku mit Vernunftkraft. Das ist eine Gruppe, die ganz klar gegen Windkraft und gegen jede Art von erneuerbaren Energien ausspricht, die aber nicht für was Besseres steht oder für den Verzicht, für den die Autoren hier plädieren, sondern das ist eine Gruppe, die ganz stark auf Kohle und Atomstrom setzt, also auf das genaue Gegenteil dessen, was die Autoren hier vermeintlich versuchen zu erreichen. Und hier sieht man ganz klar, hier tun sich zwei Gruppen zusammen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, nur um gemeinsam auf das E-Auto einzuprügeln. Und das scheint mir dann doch relativ kurz gedacht. Für denjenigen, der hier noch nicht genug hat und der natürlich nicht warten kann, bis meine detaillierte Auseinandersetzung mit der Arte-Doku da ist, der kann sich gerne hier unten in der Videobeschreibung die Arte-Doku gerne selber anschauen. Und ich empfehle immer einen kritischen Blick, spätestens dann, wenn theatralische Musik gespielt wird und bestimmte Fragen gestellt werden.